Was hat denn Bosch Rexroth im Thema TSM zu leisten? Was ist Ihre Stärke? Die Stärke von Bosch Rexroth ist, dass wir die bestehenden Technologien, die wir heute in unseren Produkten implementiert haben, mit diesen neuen Technologien zusammenbringen und davon Lösungen ableiten, die wir dann sukzessive auch in die Produktionsanlage Industrie 4.0, der Smart Factory, übernehmen wollen. Das heißt, was ist Ihre Aufgabe? Sie vernetzen verschiedene Vorgänge. Ja, wir vernetzen bestehende Kommunikationstechnologien, in unserem Fall beispielsweise SARCOS oder auch OPC-UA, mit neuen Technologien, die aktuell noch in der Standardisierung sich befinden. Das machen wir gemeinsam auch mit Wettbewerbern und das bringen wir zusammen, dass es komplementär eine gute Lösung für unsere Kunden gibt. Was ist die große Herausforderung daran? Was muss man schaffen, um das zum Laufen zu bringen? Die große Herausforderung ist selbstverständlich, den Kunden im Fokus zu behalten. Das heißt, bestehende Anlagen, bestehende Technologien, die ausgebildeten Kollegen bei den Kunden abzuholen und mit neuen Technologien die neuen Chancen, höhere Bandbreiten und so weiter zugänglich zu machen. Wie schaffen Sie das? Wir schaffen es mit im Konsortium. Wir haben starke Partner, beispielsweise hier in der Smart Factory. Ja. Das heißt, dort bringen wir die Kompetenzen zusammen aus der eigenen Firma, aber auch von den Partnern und schaffen so die tollen neuen Lösungen. Das heißt, diese Smart Factory ist für Sie auch so ein bisschen Spielwiese, um Erfahrungen für den Endkunden dann zu sammeln? Spielwiese im positiven Sinne, genau, ja. Absolut. Wir sammeln Erfahrungen mit den Partnern. Wir verstehen dann genauer, wie was funktionieren kann, wenn es eben die richtigen, realen Lösungen gibt. Sie haben gerade schon gesagt, Sie arbeiten auch zusammen mit Wettbewerbern. Wie viel Überwindung kostet das? Man öffnet sich ja auch so ein bisschen dem Konkurrenten gegenüber. Ja, für uns bei Bosch Rexroth ist es Usus. Wir arbeiten typischerweise an offenen Technologien, herstellerübergreifend offenen Technologien und fördern auch diese Standards. Insofern ist es für uns tägliches Brot, in der Form mit Wettbewerbern zusammenzuarbeiten. Eine letzte Frage noch. Wo geht denn dann die Reise für Bosch Rexroth hin? Geht es weiter in Zusammenarbeit mit den Konkurrenten oder will man sich dann trotzdem auch in gewisser Weise wieder absetzen? Wo kann es da hinführen? Das ist völlig klar, in den Standards geht es gemeinsam weiter. Wir wollen dort vorwettbewerblich tatsächlich gemeinsame Standards schaffen. Und wir wollen natürlich selbstverständlich im harten Wettbewerb dann Differenzierung schaffen auf Basis dieser Technologien, womit wir dann Erfolg im Markt haben, am besten mehr als unsere Wettbewerber. Na dann, viel Erfolg bei diesem Vorhaben und vielen Dank.